Wir machen eine Prüfungsvorbereitung für die Abschlussprüfung, also für die Abschlussprüfung Teil 2. Was ist das? Ja, das ist unser Prüfungsgestell. Das ist jetzt gerade noch im Rohbau sozusagen. Da habe ich jetzt noch nichts gemacht. Wir haben jetzt 3 Wochen Zeit und da können wir uns aussuchen, ob wir erstmal Theorie noch machen wollen oder Praxis. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, noch etwas Theorie zu lernen. Genau, und danach fange ich dann mit der Praxis an. Was ist das für eine Anlage oder was wird da gesteuert oder aufgebaut? Das ist jedes Jahr unterschiedlich. Es gibt immer so eine Prozesssimulationspartie, die habe ich schon fertig gelötet. Und jedes Jahr ist das ein anderer Prozess. In diesem Fall ist das eine Anlage, die stempelt. Und das gestempelte Teil geht dann raus, dann kommt ein neues Teil rein, wird dann wieder gestempelt und genau. Alles klar, danke.